24 Stunden pro Tag arbeiten und das Ganze 7 Tage die Woche. Wäre das ein Job für dich? Ich muss dich enttäuschen. Du hast den Job. Denn genau das tust du. Genau das tut dein Körper für dich. Mein Körper ist dein Zuhause, dein Instrument, deine Gesundheit. Und dafür möchte ich eigentlich meine nächsten Videos ein bisschen präsentieren. Ich beschäftige mich heute mit der Schaltzentrale für dieses ganze Instrument, und zwar das Gehirn. Das Gehirn hat verschiedene Teile. Wir haben eine rechte, eine linke Gehirnhälfte, ein vorderes Hirn, ein Stammhirn, ein Mittelhirn. Und eigentlich laufen wir nur rund, wenn alle diese Gehirnteile funktionieren. Heute möchte ich mich beschäftigen mit der rechten und linken Gehirnhälfte und die möchten sich kurz mal vorstellen. Ich bin die linke Gehirnhälfte und ich bin viel wichtiger als die rechte Gehirnhälfte, weil ich beinhalte das logische Denken. Das logische Denken mit den Zahlen und Fakten, mit der Analyse. Also ich bin eigentlich das, womit man richtig Geld verdienen kann. Ich bin die rechte Gehirnhälfte und ich bin das kreative Hirn. Ich bin das, wo die Aussage durchschauen kann. Das heißt, es gibt natürlich Fakten und alles Mögliche und Buchstaben und Zahlen. Aber was dahinter bei den Buchstaben, wenn ihr da zum Beispiel seht, B-A-U-M, dass da ein Baum dahinter steckt, das begreife nur ich. In mir gibt es das Wir, die ganze Gesellschaft, dass es wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten, die Kreativität, die Farben und die Formen. Dann schauen wir mal. Also wir haben zwei Gehirnhälften. Das wäre die rechte Gehirnhälfte, schön verzweigt, die linke Gehirnhälfte. So hocken die von oben gesehen, da im Kopf, da vorne wäre die Nase. So, schauen wir mal, was ihr könnt. Die rechte Gehirnhälfte sagt, oh, ich bin das Wir. Ich denke an die Gemeinschaft. Die linke sagt, ich denke zuerst mal an mich. Weil wenn ich an mich denke, habe ich zuerst mal die Basis für die Gemeinschaft geschaffen. Die linke ist sowieso viel wichtiger, weil da ist die Logik drin. Ja, sagt die rechte, logisch. Logisch ist natürlich wichtig. Ja, sagt die linke, Zahlen, Buchstaben. Alles wichtig. Was wären wir ohne die Logik, Zahlen und Buchstaben? Ja, das ist okay. Aber rechts wäre die Kreativität. Und bei den Zahlen und Buchstaben ist der Sinn dahinter, die Aussage der Geschichte, damit wir verstehen, was überhaupt in dem Text da drin ist. Dass wir den großen Überblick behalten. Überblick. Währenddessen die kleinen Sachen, die Analyse, ist wieder auf der linken Gehirnhälfte. Ne? Die Kontrolle, Zeitmanagement, alles liegt hier. Die Fantasie, rechts. Und die einzige Verbindungsstelle ist in der Mitte dieser Balken. Und den kann man trainieren. Es wäre doch eine tolle Sache, wenn diese beiden Gehirnhälften immer zusammenarbeiten würden. Dann könnten wir zum Beispiel ein Stückchen analysieren und würden sofort das Ganze einbauen können in den großen Überblick. Wir könnten die Buchstaben sehen und sofort begreifen, was dahinter steckt. Wir könnten die Zahlen in der Matheaufgabe sofort untereinander schreiben und wüssten, was wir dann rechnen wollen sollten. Leider funktioniert das nicht so. Weil bei der geringsten Art von Stress schaltet der Körper um auf Kampf-Flucht-System und zieht die Energie aus der nicht-dominanten Gehirnhälfte ab. Dann haben wir nur noch eins davon und wir haben ein Problem. Aber Gott sei Dank habe ich eine Idee dafür. Und zwar über Kreuzbewegungen. Und es gibt einige davon. Es gibt zum Beispiel über Kreuzbewegung nach vorne. Es gibt die Überkreuzbewegung nach hinten. Es gibt die zur Seite. Dann können wir die Nackenbewegungen machen. Und es gibt 1000 Variationen für die liegende 8. Zum Beispiel für die Augen. Oder für die Schultern, für den gesamten Körper. Und. Genau. Und dieses Training tut gut bei den Hausaufgaben. Es tut uns aber auch gut im Büro
überhaupt, wenn rechts und links zusammenarbeiten, läuft unser System erst rund.